Die Highlights vom Spiel werden präsentiert von Medifit Dinklage. Gesundheit ist Balance. Unser Studio kombiniert Fitness und Gesundheit in Form von Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Es heißt wieder Playoffs in der Pro B. Die schönste Zeit des Jahres für jeden Basketballfan ist wieder angebrochen. Erster Gegner sind die Bayer Giants aus Leverkusen und die Dragons sind natürlich hochmotiviert, hier den Auftaktsieg einzufahren. Doch die ersten Punkte gehörten den Gästen aus Leverkusen. Alexander Blessig hier für 3. Beide Teams brauchten etwas und fanden offensiv nicht so gut ins Spiel, aber Philipp Lieser hier in der Transition und die einfachen Zähler für ihn. Der Achtplatzierte der Pro B Süd dagegen mit gutem Ballmovement, schönes Zuspiel hier und dann Donovan Jack mit dem Dunk. Die Dragons kommen jetzt besser rein, Bland sieht Rockmann in der Ecke und der mit dem Dreier. Und in der nächsten Szene der Kapitän als Passgeber gefragt, Rockmann auf Calvin und der erfolgreich von draußen. Und trotz Nachlässigkeiten beim Ausboxen die Dragons erspielten sich eine 7-Punkte-Führung im ersten Viertel. Und bauen diese im zweiten Abschnitt weiter aus, nur noch wenige Sekunden auf der Shotclock, aber Blend mit der Hangtime. Die Giants im zweiten Viertel nur mit mageren 12 Punkten, 2 davon hier durch Michael Kuzman. Stattdessen drehte Marc Lianage im zweiten Viertel auf, hier erst mit dem Dreier aus der Ecke. Und im nächsten Angriff Coast to Coast nicht zu stoppen. Es funktioniert einfach alles in dieser Phase bei den Hausherren. Blend hinten aufmerksam und Calvin vorne konsequent mit Foul. Und kurz vor der Pause dann noch einmal Pierre Blend, der einen Circus-Shot nach dem anderen auspackt. 19 Punkte Führung zur Halbzeit. Im dritten Viertel dann das gleiche Spiel. Blend unbedrängt in der Zone mit den einfachen Punkten. Auch defensiv läuft es. Banner hier mit dem Doppelblock gegen Beckford. Kein Durchkommen für die Leverkusener. Zur Abwechslung dann auch mal einfache Punkte für Leverkusen. Marvin Heckel aus der Midrange. Sie bieten den Dragons jetzt auch mehr Paroli als im zweiten Viertel. Wieder einfache Punkte für die Leverkusener in der Zone. Aber die Dragons hielten die Führung. Zaletzky hinten mit dem Ziel und vorne mit dem Korbleger. Und Pierre Bland gibt noch einmal ein paar kostenlose Tanzstunden in der Adland Arena. Buzzerbeater, eiskalt der Junge. Im vierten Viertel die Leverkusener dann vor allen Dingen mit dem Mut der Verzweiflung. Heckel hier mit dem Korbleger. Doch das Spiel ist früh entschieden. Rockmann hier sicher von draußen. Die Leverkusener verkürzen den Abstand zwar noch etwas. Beckford hier mit dem schwierigen Dreier. Die Adländer lassen jedoch nichts mehr anbrennen und werden stattdessen nochmal spektakulär. Calvin mit dem Dunk. In der nächsten Szene dann wieder Bland, der hier selber zum Korb zieht und mit dem And-One abschließt. In den letzten Minuten dann nochmal viele Fouls auf beiden Seiten, Ausnahme hier Calvin mit dem Slam. Idealer Start in die Playoffs für die Dragons also, die mit 95 zu 71 ein deutliches Ausrufezeichen vor heimischem Publikum setzten.
drei Spieler hatten mindestens 20 Punkte in der Statline stehen. Topscorer Yassin Kolo erzielte sogar ein Double-Double mit 12 Rebounds.